In diesem Video geht es um Denial-of-Service-Angriffe. Darunter versteht man Angriffe, die zu einer Überlastung führen und sodass dann Dienste nicht mehr wie erwartet funktionieren. Die Überlastung kann entweder ein System betreffen, das heißt, dass das System zum Beispiel bei einer CPU-Last von 100% ist oder dass das System keine neuen Verbindungen mehr annehmen kann, weil der Speicher komplett erschöpft ist. Oder es kann die Netzwerkverbindung betreffen, die dann vollständig mit unsinnigen Datenverkehr gefüllt ist und die eigentlichen Anfragen an den Dienst nicht mehr durchkommen. Die Angriffe richten sich typischerweise gegen Server, die Dienste allgemein im Internet anbieten. Eine erweiterte Version des Denial-of-Service-Angriffs ist der Distributed Denial-of-Service-Angriff, bei dem von verschiedensten Angreifern gleichzeitig der Angriff ausgeführt wird. Die Gründe für die Denial-of-Service-Angriffe sind typischerweise in der Kriminalität zu suchen. Sie zielen auf einen wirtschaftlichen Schaden des Anbieters von Diensten ab, sodass die Leute den Dienst in dieser Zeit der Denial-of-Service-Angriffe nicht in Anspruch nehmen können. Beispielsweise, wenn ein Webshop nicht mehr funktioniert, die Leute aber Dinge dringend bestellen möchten, dann werden sie auf einen anderen Webshop ausweichen und der Anbieter verdient somit kein Geld dann, ne? Oftmals wird das Ganze mit einer Erpressung verbunden, bei der die Dienstanbieter für eine angedrohte Attacke und dass diese halt dann nicht stattfindet, bezahlen sollen oder dass eine schon stattfindende Attacke damit beendet werden soll. Ja, das Ganze kann sozusagen dann vorteilhaft sein für die Wettbewerber. Auch politische Ziele können mit Denial-of-Service-Attacken verfolgt werden. Man spricht dann von sogenannten Hacktivism. Das kam zum Beispiel dann vor, als die Webseiten von Kreditkartenunternehmen von WikiLeaks-Unterstützern angegriffen wurden. Es gibt verschiedene Denial-of-Service-Varianten. Und hier in dieser Folie zeige ich Ihnen eine Variante, die auf die Bitrate eine Erschöpfung der Bitrate der Serveranbindung abzielt. Hierbei wird der ICMP Echo Request missbraucht. Der ICMP Echo Request ist Ihnen vielleicht besser bekannt von dem Tool Ping, also die Ping-Anfrage. Das sind dann solche ICMP Echo Request-Meldungen. Die werden jetzt hier an ein Netz geschickt und zwar dort an die Broadcast-Adresse. Das heißt, alle Geräte in diesem Netz erhalten die Anfrage und senden dann eine Antwort zurück, wobei dadurch, dass am Anfang die IP-Adresse des Anfragers gefälscht war, erhält jetzt ein Zielrechner dann diese ganzen Antworten und die Bitrate bei der Verbindung zu diesem Zielrechner wird dadurch überlastet. Dieser Angriff, der eine ältere Methode darstellt, ist leicht zu unterbinden, indem man ICMP-Echo-Anfragen an Broadcasts grundsätzlich nicht beantwortet. Die Denial-of-Service-Angriffe können in anderen Varianten auch die Ressourcen eines Systems erschöpfen. Zum Beispiel die maximale Anzahl der Netzwerkverbindungen, die das Betriebssystem vorsieht. Und dafür ist das Synflooding, was ich Ihnen in den nächsten Folien noch genauer zeige, ein wichtiges Beispiel. Hier sendet der Angreifer TCP-Syn-Segmente, die zum normalen Verbindungsaufbau gehören. Dabei sind die IP-Adressen wiederum gefälscht. Der Zielserver erhält diese und sendet dann Syn-Ack-Segmente. Die erreichen aber dann nicht den Anfrager und es gibt dann auch insofern keine ACK-Segmente, das heißt der Three-Way-Handshake, der wird jeweils nicht abgeschlossen, was dann zu einer Überlastung des Servers führt, weil dieser immer damit beschäftigt ist, die Syn-ACKs nochmal zu wiederholen. Okay, dies zeige ich Ihnen jetzt hier nochmal im Detail, aber zunächst mal als Wiederholung, wie normalerweise der TCP-Verbindungsaufbau abläuft. Hier sehen wir jetzt Client und Server. Und beide befinden sich zunächst in einem Closed-Zustand. Der Server ist dann aber normalerweise in dem Listen-Zustand. Das heißt, er ist bereit, jetzt Anfragen aus dem Netz entgegenzunehmen und zu beantworten. Der
Client schickt dann eine Verbindungsaufbauanfrage, bei dem von den TCP-Flex das sogenannte SYN-Bit gesetzt ist. Deswegen wird dieser Schritt auch als SYN bezeichnet. Wenn das dann ankommt auf der Serverseite, antwortet der Server mit dem SYN und ACK. Und was man hier jetzt noch sieht, ist, dass auch diese Sequenznummern initialisiert werden. Der Client teilte ursprünglich schon seine ursprüngliche Sequenznummer mit. Die wird vom Server bestätigt und der Server setzt auch eine eigene initiale Sequenznummer, die Server ISN. Im dritten Schritt wird das Ganze jetzt nochmal bestätigt vom Client und erst nach diesen drei Schritten gilt jetzt der TCP-Verbindungsaufbau als beendet. Dieser dritte Schritt wird wegen dem gesetzten ACK-Bit dann als ACK bezeichnet und so läuft es regulär beim Client und beim Server ab. So, wenn es jetzt so ist, dass der Server überhaupt keinen Dienst hier betreibt, dann würde zwar die Anfrage genauso laufen, aber dann kommt schon ein Reset hier von der Serverseite und die Sache ist beendet. Der Client geht dann wieder in den Close-Zustand. Okay, das ist jetzt hier auch ist kein Problem. Okay, gucken wir uns jetzt mal die Situation an, wenn mit einer falschen, aber aktiven IP-Adresse hier Anfragen gestellt werden. Sie werden sehen, dieses ist auch noch kein großes Problem. Also hier schickt jetzt der Client A eine Anfrage, verwendet dabei aber die gefälschte Adresse, das heißt die von einem anderen Client B. Der Server kann das nicht erkennen, dass diese IP-Adresse gefälscht ist, antwortet deswegen an den Client B. Dieser Client B wundert sich jetzt, weil er ja gar nichts gefragt hat, warum er jetzt hier so einen SYN-ACK erhält und beendet aber das Ganze von sich aus mit einem Reset. Und und schnell kann der Server dann wieder in den normalen Listenzustand zurückgehen. Wie ist die Situation jetzt aber, wenn auch eine IP-Adresse gefälscht ist, hinter dieser IP-Adresse sich aber kein aktiver Client befindet? Also hier schickt dieser Client A etwas mit gefälschter IP-Adresse, dann erfolgt ja wieder die Antwort des Servers und aber jetzt kommt keine Antwort, weil diesen Client überhaupt nicht gibt. Dadurch, dass das TCP ein sicheres Protokoll ist, wird jetzt mehrmals versucht, das Ganze nochmal zu schicken. Es gibt, die Zeit läuft ab, in der man eine vernünftige Antwort von dem Client erwartet und dann wird das Ganze nochmal gesendet. Und das passiert einige Male und der Three-Way Handshake wird so nicht abgeschlossen. Irgendwann würde zwar der Server dann wieder in den Listen-Zustand gehen, aber in der Zwischenzeit war er durch dieses einzelne TCP-SYN-Paket sehr stark beschäftigt dann. Ne? Und wenn das sehr viel passiert, führt das sozusagen zu einer Überlastung des Servers und damit zu einem Denial of Service, was insgesamt SYN-Flooding genannt wird. Also warum ist das Ganze eine relativ effektive Angriffsmethode? Ja, weil der Server halt schon nach dem ersten SYN, was er von einem Client erhält, Ressourcen reserviert. Das heißt, der Speicher wird insbesondere dafür angelegt, für diese TCP-Verbindung und die Reservierung ist standardmäßig für 60 Sekunden gültig. Und der Server würde auch als Standardeinstellung 5 Versuche machen, um den Verbindungsaufbau doch noch erfolgreich abzuschließen. Der durchschnittliche Client können aber schon mehrere tausend Verbindungsversuche pro Sekunde starten, sodass Sie sehen, dass hier eine sehr große Belastung auf den Server zukommt. Die erste Idee wäre es jetzt mal zu versuchen, ob man nicht IP-Adressen blockieren kann. Das ist normalerweise nicht günstig, um das Ganze zu verhindern, denn die Angreifer würden üblicherweise sehr häufig die Adressen wechseln, mit denen sie jetzt versuchen, auf den Dienst zuzugreifen. Allerdings könnte das Ganze dadurch hilfreich sein, dass man dann erkennt, dass so ein Angriff vonstatten geht, dass man den schon in einem frühen Stadium erkennen kann, wenn man hier gefälschte Adressen vorfindet. Eine deutlich bessere Idee ist dann das sogenannte SYN-Cookie.
Also das ist jetzt deutlich anders, als Sie normalerweise die Cookies jetzt kennen, hier von den normalen Webseiten zugriffen, sondern das ist nur eine spezielle Methode auf der Serverseite. Und zwar wird hier die Server-ISN für einen bestimmten Zweck verwendet. Man legt hier einen Ringspeicher an, das heißt einen Speicher mit fester Größe, wie man den hier in dieser Abbildung sieht, und legt dann jeweils die Server-ISN-Nummer, die man bei einem Verbindungsaufbauversuch in dem SYN-ACK dann mitgeteilt hat, speichert man sich hier dann ab. Und zum Beispiel jetzt hier war ein neuer Verbindungsaufbau, man hat einen neuen Server-ISN-Wert dafür vergeben, man berechnet daraus einen Hash und anhand dieses Hash wird die Server-ISN-Nummer hier in dem Ringspeicher mit abgelegt dann, ne? Also sozusagen hier, wie man das schon an dem Pfeil sieht, das kommt hier dann an diese Stelle rein. Und falls jetzt an der Stelle vorher schon ein anderer Wert stand, dann wird der überschrieben. Der Ringspeicher hat eine feste Größe dann, ne? Und das hat jetzt folgenden Vorteil. Also wenn man jetzt ein normales Acknowledgement des Clients erhält, dann ist ja darin die Server-ISN-Nummer um 1 erhöht. Das heißt, die passt dann zu der Server-ISN-Nummer, die vorher vergeben wurde. Und man vergleicht das hier mit Einträgen in dem Ringspeicher. Das heißt, wenn man jetzt die Situation hat, hier ist ein Acknowledgement dann gekommen, der Verbindungsaufbau war insgesamt erfolgreich, erst dann werden Ressourcen für die Verbindung reserviert. Fehlt dagegen das ACK, das heißt, das ist jetzt hier so ein Teil dieses SYN-Floodings, dann wird das Ganze so ablaufen, der Server antwortet zwar mit dem SYN-ACK und merkt sich die dabei vergebene Server-ISN-Nummer, danach passiert aber dann nichts weiter und so würde dann später einmal, wenn eine weitere Server-ISN-Nummer vergeben ist und mit diesem Hash-Verfahren den gleichen Hash-Wert ergibt, die Speicherstelle überschreiben und der falsche Verbindungsaufbau hat sozusagen dann nur zu einem geringen Schaden hier geführt. Wenn das Ganze sehr stark ist, das heißt, dass wirklich sehr viele SYNs hier ankommen, dann kann der SYN-Cookie auch schon nicht mehr ausreichend sein. Man kann dann auf die Firewall gehen und die Anzahl der Verbindungsaufbauversuche pro Zeit einschränken. Dieses hat jetzt aber auch Auswirkungen auf die normalen Nutzer. Die Nutzer probieren es aber normalerweise öfter, den Dienst zu erreichen und haben daher auch größere Chancen, akzeptiert zu werden.